Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge Harvest Moon hier. Ihr seid wieder live dabei. Und ja, heute ist wieder Sonntag. Und wir laden unseren Spielstand. Und schon geht's los. Ich muss hier mal ganz kurz noch mein Kabel richten, irgendwie vom Headset. So, einmal frei. Sehr schön. So, jetzt rutscht das Kabel wieder runter. Also, Freunde. Ihr seht, 29. Wintertag, früh 6 Uhr. Was machen wir? Wir gehen natürlich raus. Hatte ich jetzt eigentlich meine Axt schon abgegeben? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich gucke einfach mal nach. Ja. Meine Axt ist schon weg. Dann werden denn jetzt erstmal Kühe und Schafe gefüttert. Die Kuh und das Schaf. So rum. So rum wäre es richtig gewesen. Also mein Headset-Kabel ist irgendwie scheiße heute. Okay. Es gibt irgendwie nicht jeden Tag anscheinend Milch. Wir reden erstmal mit ihr. Ach so, stimmt, sie ist ja trächtig. Da gibt es ja natürlich keine Milch. Das ist natürlich klar. So. Schauen hier noch das Schaf. In etwa 19 Tagen scheint es soweit zu sein. Naja, gut. So. So, da wollen wir hier mal weitermachen. Und dann geht's auch bald schon los in den Frühling, Junge. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Wieder pflügen. Die Felder anlegen. Ja. Und so weiter und so fort. Das wird bestimmt ganz witzig. Ja, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Und, mein Mikrofon ist auch nicht richtig. So, jetzt. Ich hoffe natürlich, ihr hattet eine schöne Woche und, seid froh, in Anführungsstrichen, dass es bei mir jetzt auch auf dem Kanal endlich wieder weitergeht. Ne? Wie gesagt, ich hatte ja eine Pause, ihr habt es mitgekriegt, es kamen 3 Wochen keine Videos. 2 Wochen Pause wollte ich eigentlich machen. 3 Wochen sind es dann im Endeffekt geworden. Es war dann doch ein bisschen mehr zu tun als, als ursprünglich geplant. So. So, so, so. Wie viel habe ich jetzt? Okay, machen wir weiter hier. Die Eier ab. In den Mayonnaise-Automaten. Ach stimmt, der Holzarbeiter baut ja schon unsere Scheune aus, nicht wahr? Da waren wir ja auch schon so weit. Dass der das macht, ne? Oh. Scheiße. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf, dass hier... So. Alles ab damit hier. So, theoretischerweise könnten wir sogar fertige Hühner in Anführungsstrichen verkaufen. Ne? Oh, das ging kaputt. Das ging wohl daneben. Ich Ochse. Naja gut, Herrgott, was soll's. So. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, summen wir uns hier den 10. noch raus und dann können wir nämlich gleich alle mit einmal befüllen. Noch. Sehr schön. So, Holz können wir ja nicht machen. Was wollte ich denn machen? Also, Kuhsamen habe ich ja gekauft. Heute ist Sonnabend. Ich kann halt auch hier noch nicht pflügen. Ich könnte hier höchstens mal... Aber das bringt nichts. So, ich habe auch übrigens mal im Internet geguckt nach Rezepten. Das sind so viele, Freunde. Das sind so massig viele Rezepte. Dass ich vor allen Dingen erstmal im Fernsehen hier mir Küchengeräte bestellen muss. Wo ist eigentlich der Hund? Ach, hier ist der Hund. Ich muss mir erstmal im Fernsehen ein paar Küchengeräte bestellen, damit ich überhaupt richtig kochen kann. Sonderschau zum Jahresende. Ja, toll. Schön. Ich habe ja im Endeffekt jetzt nichts mehr zu tun. Meine Axt ist ja weg.
Ne? Aber was ich zum Beispiel machen kann, ich kann mich schon mal ausrüsten dann für den Frühling. Was brauche ich jetzt nicht zwingend? Was ist das? Tiermedizin, alles klar. Die brauche ich ja zum Beispiel gar nicht. So. Den Hammer brauche ich eigentlich auch nicht. Die Schere brauche ich, dieses Ding brauche ich, das Ding brauche ich, das Ding brauche ich. Machen wir das hier so und das so. Und das Ding so und das Teil so. So. Ne, ist auch falsch. So rum. So, hier geht's nämlich los. Gegenstand beschreiben. Gurkensaat, Aussaat im Frühling. Ja, ist klar. So, was ist das hier? Kartoffelsaat. Kohlsaat. Und das ist dann schon wieder Sommer hier, glaube ich, ne? Ja, genau. Also wir haben jetzt hier, huch, viermal Gurken, viermal Kartoffeln. Das brauche ich jetzt hier zumindest die nächsten zwei Tage eh nicht. So. Sehr schön. So, da haben wir uns dahingehend nämlich jetzt schon mal vorbereitet. Und können jetzt hier pennen. ...6 Uhr, der letzte Wintertag, Freunde. Der letzte Wintertag. Und wir haben viel geschafft. Im Winter. Um ehrlich zu sein. Ich meine, wir haben das Haus ausbauen lassen. Wir haben jede Menge Holz gesammelt. Wir haben das Haus ausbauen lassen. Die Scheune ist am Ausbauen. Der Hühnerstall war ja, glaube ich, schon ausgebaut, ne? So, jetzt muss ich hier erstmal... Da. Genau, es scheint in etwa 18 Tagen soweit zu sein. Jawohl. Das soll auch so sein. So, 1 und 2. So, ich werde aber auf jeden Fall auch zu diesem Fest da gehen. Das mache ich. Am Dorfgeschehen teilhaben, weil wir haben ja im ersten Jahr nicht so viel... Zumindest in der ersten Jahreshälfte bis zum Sommer nicht viel gemacht. Ihr wisst, dass Malheur mit dem Speicher stand, als ich das überschrieben habe. Seitdem speichere ich das auch immer doppelt. Wie viel Futter habe ich denn eigentlich noch? 108 Holz. 171 Futter für die zwei. Gut, das ist okay. So. Das ist vollkommen in Ordnung. Wie viel Hühnerfutter habe ich noch? 395. Also wir hatten ja auch viel Mais angebaut im Sommer. Ich erinnere mich. Das werde ich auch dieses Jahr wieder so machen. Ich werde viel, viel Mais anbauen. Für das Futter im Endeffekt. So. Weil dann kann ich nämlich, wenn ich was weiß ich, 4 Maiskolben nehme. Also 4 Maisfelder in Anführungsstrichen. Weil ich brauche mich jetzt mit dem Mais nicht mehr abplagen, dass ich den verkaufe, um Geld zu generieren, weil ich hatte ja, wenn ich mich recht erinnere, 2 Ananassamen gekauft. Nicht wahr? Und da freue ich mich, wie gesagt, jetzt schon aufs Treibhaus, weil dann brauche ich mich um die Kohle sowieso nicht mehr sorgen. Problem ist dann nur, dass man dann, glaube ich, überhaupt kein Geld mehr braucht. Weil wenn du das Treibhaus hast, hast du alles. Dann hast du alles gebaut, was man bauen kann. Du brauchst eigentlich gar nichts mehr kaufen im Endeffekt. Doch! Du wirbst ja dann, glaube ich... Achso, ja. Du wirbst ja dann, glaube ich, für die Hand deiner Braut. Und das kostet, glaube ich, auch nochmal Geld. Da so einen Ring erstellen zu lassen oder so ähnlich. Also, wir werden auf alle Fälle noch ein bisschen Gold brauchen. So. Ach, aber die Musik. Morgen gibt es ja eine andere Musik. Huch.
ist dann wieder die Frühlingsmusik. Und dann haben wir wirklich schon ein Jahr gespielt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Folgen das sind. 27 Folgen, glaube ich, für ein Jahr. Das ist top, Freunde. Top, top, top. So, kam heute irgendwie was mit der Post? Nö. Naja, gucken wir nochmal, was auf dem Fernsehen läuft. Aber ich denke, es ist nur hier diese Jubiläumssendung zum Jahresende. Jahresende hier. Sondersendung zum Jahresende. Heute ist der letzte Tag im Jahr. Wir werden uns heute mal entspannen und gar nichts tun. Ja, toll. Nachrichten nach rechts. Geht nicht. Nach oben. Ah. Der 30. Tag des Winters. Dies ist der letzte Tag des Jahres. Der Gipfel des Berges ist ein guter Ort, um den Morgen des neuen Jahres zu begrüßen. Tolle Nachrichten. Leben da unten. Das Leben auf der Farm. Farmer Friend, Farmer Friend. Ja, Jimmy? Heute habe ich keine Frage mehr, die ich stellen möchte. Bis morgen dann. Ja, also heute ist wirklich hier... Also was den letzten Tag des Jahres angeht, ist hier wirklich gar nichts los. Naja. Ich würde mal sagen, da begeben wir uns mal hoch auf den Gipfel. Da! Der fängt auch mit der Arbeit an. Pünktlich um 8. Obwohl, ich könnte eigentlich nochmal den letzten Tag diesen Jahres nochmal in die Wintermine gehen. Vielleicht finde ich ja noch das ein oder andere Edelmetall, was man hinterher gut gebrauchen kann. Was mache ich denn? Ich muss doch hier hin. So. So. Wäre natürlich auch episch, wenn wir dann am ersten Tag des Frühlings gleich mal verschlafen. Das kann aber gut sein, weil ich habe weder einen Apfel noch irgendwas zu essen. Weil ein aufmerksamer Zuschauer hat mir nämlich in die Kommentare geschrieben, dass ich immer verschlafe oder immer so ausgepowert bin, weil ich hungrig ins Bett gehe. Mit meinem Charakter hier. Oh, Mithril. Aha. Und da werde ich natürlich auch zusehen, dass ich irgendwie, ich sag mal, mir ein einfaches Rezept aus dem Internet, also aus dem Netz raussuche. Oh, sehr schön. Was ich dann, sagen wir mal, jeden Abend kochen kann, bevor ich ins Bett gehe. Nochmal Mithril. Weil, also ich glaube, um Mithril brauche ich mir dann keine Sorgen mehr machen. Für meine Werkzeuge habe ich dann genug. Das Lustige ist, wenn man hier die Hacke auf Mithril aufwerten lässt, dann kann man die auch so festhalten. Und dann macht die, ich glaube, 5 oder 6 Fälle in einer Reihe. Oh, nochmal Mithril. Nochmal Mithril. Läuft bei diesem Hämmert. Aha! Also ja, der Abgang. Oh. Ah, das ist doch schön hier. Dann schmeißen wir mal hier das Mithril weg. So. Alles klar, das ist komplett in Ordnung. Da können wir gehen. Das reicht uns. Ich weiß nicht hier, ab wann das Ereignis hier oben ausgelöst wird auf dem Berggipfel. Ich habe keine Ahnung. Finde ich. Passt halt richtig zum Winter, schön beruhigend. Ja, aber ich muss auf jeden Fall auch nochmal, was ist denn jetzt?
Jetzt spinnt mein Controller schon wieder rum. Da. Das hat er das letzte Mal schon gemacht. In der letzten Folge, ihr erinnert euch, mit der Axt. Keine Ahnung, was das ist. Naja, gut. Wer weiß. Wer weiß, was das sein soll. Ich weiß jetzt auch nicht, wann dieses Event ausgelöst wird. Ich glaube, das ist ja abends. Ich habe jetzt hier aber auch ehrlich gesagt keine Lust, den ganzen Tag hier zu warten. Komm, Freunde, lasst uns lieber den ersten Tag des Frühlings in der Folge noch behandeln. Und dann können wir dann nämlich schön loslegen. Was kann wohl im Küchenschrank sein? Edelmetall, mein... Oh. Na, da habe ich hier aber einiges, wa? Was ist denn das Edelmetall? Das kannst du... Ach, das geht gar nicht. Ja. Also ich brauche mir keine Gedanken machen über irgendwelches Mithril oder sonst irgendwas. Ich habe noch genug. Habe ich überhaupt was im Kühlschrank? Wahrscheinlich nicht. Was soll ich auch im Kühlschrank haben? Ich könnte vielleicht höchstens mal in den... Oh, doch, ich habe Brot. Reis, Brot, Curry, Öl. Ich bräuchte quasi nur einen Topf, um das Curry herzustellen. Dann hätte ich nämlich, glaube ich, alles, weil ich glaube, ich brauche da nur Reis und Curry dazu. Frühling, Freunde, und wir haben natürlich verschlafen. Ist klar. So, jetzt gucke ich hier erst, ob irgendwas im Fernsehen kommt. Neujahrsgala. Oh. Neujahrsgala, Kalligrafie, ein fröhliches neues Jahr. Heute nehmen unsere Gäste die Tischpickelzeit. Oh, lass mich in Ruhe. So. Auf dem Rosenplatz findet das Neujahrsfest statt. Ja, schön. Nächste Woche Montag ist was? Auf dem Rosenplatz findet das Fest zur Frühlingsgöttin statt. Alles klar. Oh, huch. Sonntag gibt dem Mädchen Kekse. Ja, ja, komm. Gut. So, Freunde. Bevor wir jetzt hier irgendetwas anderes machen, Tiere füttern oder sonst irgendwas. Das Geile ist ja, unsere Felder sind noch da. Ja, easy, Freunde. Easy. Gut. Ha! Das wusste ich gar nicht mehr. Dass die Felder da bleiben, habe ich gar nicht gewusst. Das wusste ich wirklich nicht. So, das waren jetzt hier noch die Kartoffeln. Jetzt brauche ich hier nur noch ein Feld noch. So. Zack. So, unsere Saat, die wir haben, ist ausgebracht. Wie habe ich dieses Gluggern vermisst? So, passt auf, Freunde. Unsere neue Gießkanne. Zack. Und alles gegossen. Das machen wir nämlich von hier drüben auch. Und schon sind wir fertig. Das vereinfacht natürlich vieles. Es geht halt auch einfach viel schneller. Da, 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 dadel, dadel, da, da, da. Wodurch ich natürlich auch mehr Zeit für andere Dinge dann habe am Tag. Weil wenn wir jetzt guckt, wir sind ja erst um 8 aufgestanden, es ist 11.10 Uhr. Gut, wir haben jetzt die Saat eingebracht. Oh, scheiße, das war eins. Ah, ne, das hat auch gereicht. Ah, ne, okay. Ach so, meine Gießkanne ist alle. Ja, läuft bei mir. So, jetzt will ich aber mal ganz kurz gucken. 1, 2, 3. Ah, 3 reicht auch schon. Ich muss es gar nicht bis zu diesem Kreuz auf dem Kopf kommen lassen. Es reicht auch schon, wenn der Kopf ein bisschen rot wird. Oh, hallo Karen. Grüß dich. Gehst du heute aufs Neujahrsfest? Ja, hab ich vor. Dann lass mich dir beibringen, wie man tanzt. Du kannst es noch nicht, oder?
Ja, geil, wir lernen das Tanzen, da können wir da bei dem Tanz mitmachen. Geil. Jawohl, geil. Cool. Cool, jetzt bist du bereit. Das Fest wird dir Spaß machen. Jawohl. Ich komm gleich. Mach hier nur eben noch meine Tiere fertig. Oh. Guck mal, Freunde, unser Kuhstall ist ausgebaut. Und das Gras ist auch noch da. Geil, das wusste ich gar nicht mehr, dass das alles da bleibt. Geil. Dieser riesen Stall jetzt, ne? Das Ding ist ja wirklich riesengroß. So, ab zum Pferden. Also ich habe echt nicht mehr gewusst, dass das Gras da bleibt. Bleib halt stehen, oder? So. Es ist jetzt 2 Uhr nachmittags. Jetzt gehen wir noch fix die Hühner füttern und dann easy. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Unsere Felder sind bewirtschaftet. Ich habe auch gelernt, dass ich nicht bis zu diesem Kreuzchen auf dem Schädel ausreizen muss. Da, 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 da. La Paloma, Freunde, La Paloma. So. Geil, Mann. Ich muss keine neuen Felder anlegen. Das wusste ich echt nicht mehr. Das habe ich wirklich nicht mehr gewusst. So, mittlerweile kriegt man hier auch fast nur noch große Mayonnaise-Dinger raus. Also die Hühner, die wir haben, die sind schon... Die sind schon echt gut. Mittlerweile gucke ich auch gar nicht mehr auf die Kohle. Ja gut, ich sag mal so, also das Einzige, was wir halt eben dieses Jahr vielleicht noch kaufen würden, ist im Endeffekt nur nochmal die Samen für eine Kuh oder für ein Schaf. Weil eine neue Kuh und ein neues Schaf kaufe ich mir auf jeden Fall nicht. Das züchte ich mir alles selber ran. Das wird alles schön selbst gemacht. Wie bei den Hühnern hier damals. Da haben wir ja auch nur das erste gekauft und haben gewartet, bis es dann ein Ei gelegt hat. Und dann haben wir ja alle Hühner hier selber rangezüchtet und ausgebrütet. Und das werde ich natürlich auch so beibehalten. Warum soll ich... Gut, ich meine, ich könnte mir natürlich eine fertige Kuh kaufen. Die braucht dann so einen halben Monat, bis sie Milch gibt. Wenn ich dann selber eine züchte, das dauert wahrscheinlich, glaube ich, 2 Monate oder so, nehme ich jetzt mal an. So, wir machen die Gießkanne gleich voll für morgen früh. Und ab dafür. Ab auf den Rosenplatz. Da, 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 da. Und ich finde dann auch, dieser Rosenplatz ist dann ein gutes Ende für die Folge. Wenn wir dann dort waren. Da, 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 da. Och nö, wir haben es verpasst. Toll. Toll, wir haben das Neujahrsfest verpasst auf dem Rosenplatz. Ja, läuft. Wann war denn das bitte? Es ist 3 Uhr nachmittags. Bis wann muss ich denn dort gewesen sein? Verdammt, ich nur eins.
Das ist doch scheiße jetzt. Was steht denn im Kalender, verdammt? Ja, schön. Sinnlos. Wo ist der Hund? Da. Hier, warte mal, du kannst ja auch wieder raus. So, viel Spaß. Toll. Ja, das hat mir jetzt ein bisschen angefressen. Huch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, gut. Wir machen hier einfach einen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, Freunde. Und bis dahin, bleibt gesund. Ciao, tschüss. Euer Helmut.